2005 erregte die Dabahu-Spalte in Äthiopien die Aufmerksamkeit von Geologen aus aller Welt. Cynthia Ebinger und ihre weltweiten Kollegen beeilten sich, geophysikalische Instrumente aufzustellen, um ein einzigartiges Ereignis einzufangen, das dort bald stattfinden sollte. Aber sie hatten keine Ahnung, was auf sie zukommen würde. Die Platten, die unter dem Spalt lagen, bewegten sich viel schneller, als die Wissenschaftler vorhergesagt hatten. Und wenn das so weitergeht, könnten die Folgen für die ganze Welt erschütternd sein, meinte Ebinger. Wir sind an die Vorstellung gewöhnt, dass die Erdoberfläche Millionen von Jahren braucht, um sich gravierend zu verändern. Aber was ist, wenn wir uns irren und sich unser Planet in wenigen Jahrzehnten bis zur Unkenntlichkeit verändert? In diesem Video erfährst du, warum kann eine Katastrophe in Afrika unseren Alltag für immer durcheinander bringen? Welchen Staat könnten wir bald für immer verlieren? Wie wird der Pazifische Ozean alle Einwohner auslöschen? Wie bereitest du dich auf die globalen Katastrophen vor, die uns viel früher treffen könnten, als wir dachten? Afrika ist eigentlich kein einheitlicher Kontinent und das könnte bald zu einem absoluten Albtraum werden. Die Erdkruste ist in tektonische Platten aufgeteilt, die ständig in Bewegung sind. Aber für die Menschheit bleiben diese Prozesse unbemerkt, bis es zur Katastrophe kommt. Die Spannungen an den Plattengrenzen können so stark werden, dass sie diese buchstäblich auseinanderreißen und einen Riss verursachen. Genau das passiert jetzt gerade in Afrika. Der ostafrikanische Grabenbruch erstreckt sich vom Golf von Aden bis nach Simbabwe und spaltet die afrikanische Platte in die somalische und die nubische Platte. Und entlang des Grabenbruchs gibt es viele Vulkane, die bereit sind auszubrechen, was mit verheerenden Erdbeben einhergehen wird. Aber das ist noch nicht alles. Überall dort, wo die Kruste dünn und brüchig wird, steigt heißes Magma aus den Tiefen der Erde auf und bereitet den Boden für zukünftige Ozeane. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Riss weit genug ausdehnt, um ein neues Meer zu bilden. So spaltete vor 138 Millionen Jahren ein Riss Südamerika und Afrika und führte zur Entstehung des Südatlantiks. Im ostafrikanischen Grabenbruch haben Wissenschaftler bereits ozeanische Kruste gefunden, die an die Oberfläche gestiegen ist. Das deutet darauf hin, dass sich ein Teil Afrikas viel früher abspalten könnte als bisher angenommen. Und die Folgen werden verheerend sein. Wissenschaftler glauben, dass die zunehmende seismische Aktivität dazu führen wird, dass ein Stück der somalischen Platte vom afrikanischen Kontinent abbricht und ein ganz neues Meer dazwischen entsteht. In Kenia kannst du den Graben bereits mit deinen eigenen Augen sehen. Somalia, Eritrea, Djibouti und die östlichen Teile von Äthiopien, Kenia, Tansania und Mosambik werden vom Festland abgeschnitten sein. Sogar das Tote Meer in Israel könnte in Gefahr sein. Grundwasser, das durch unterirdische Risse eindringt, könnte seinen Salzgehalt erheblich verdünnen. Auf beiden Seiten dieses potenziellen neuen Meeres wird es zu einer Umweltkatastrophe kommen. Landwirtschaftliche Flächen werden verloren gehen, ganze Städte zerstört und ganze Ökosysteme und Tierarten ausgelöscht werden. Darüber hinaus werden geopolitische Fragen in den Mittelpunkt rücken. Somalia, Kenia, Äthiopien und Tansania laufen Gefahr, zwischen dem Festland und dieser abgetrennten Landmasse aufgeteilt zu werden. Die Menschen, die durch dieses neue Meer isoliert sind, werden wahrscheinlich vor die Wahl gestellt. Entweder sie bleiben unter der Herrschaft ihrer ursprünglichen kontinentalen Regierungen oder sie gründen brandneue Nationen, zumal die Entstehung neuer Küstenlinien die Möglichkeit bietet, neue Häfen und Fischereizonen zu errichten, Handel zu treiben und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln oder durch Piraterie noch schneller reich zu werden. Letztlich könnte diese neue Landmasse der unbeständigste Hotspot der Welt werden. In Djibouti befindet sich einer der wichtigsten Seehäfen Afrikas und ein internationaler Flughafen. Die Zerstörung würde einen großen Teil des Kontinents für viele Jahre isolieren. Somalia beliefert seine Nachbarländer mit Fisch, Bananen, Fleisch und anderen landwirtschaftlichen Produkten. Außerdem exportiert es Kohle und Zucker. Wenn also der Kontinentalbruch die landwirtschaftlichen Flächen zerstört, könnte es zu einer Hungersnot kommen, deren Ausmaß man sich überhaupt noch nicht vorstellen kann. Und die Auswirkungen der Spaltung Afrikas werden nicht nur in den Ländern zu spüren sein, die dem Graben am nächsten liegen, sondern in der ganzen Welt.
Unter Somalia gibt es Öl, Gas und Uran, die für die US-Militärindustrie unverzichtbar sind. Und all diese Ressourcen könnten für immer verloren gehen. Ganz zu schweigen von den Reserven an Edelsteinen, Gold und Titan in Kenia. Und während du persönlich vielleicht keinen Mangel an Uran oder Edelsteinen bemerkst, ohne Titan kannst du Handys mit robusten Gehäusen oder glänzende neue Zähne für dich vergessen, ganz zu schweigen von Knochen und Gelenkersatz. Aber selbst wenn du gesund und mobil bist, gibt es etwas in Afrika, ohne das jeder Mensch auf dem Planeten leiden würde. Äthiopien und Kenia haben die besten klimatischen Bedingungen für den Anbau von Kaffee, einschließlich der beiden beliebtesten Sorten Arabica und Robusta. Nach der Katastrophe in Afrika könnte es also gut sein, dass Kaffeebohnen statt Edelsteinen Schmuckstücke zieren. Und vergiss es, in einem Café vorbeizuschauen, es sei denn, du hast einen sechsstelligen Betrag auf deinem Bankkonto. Es gibt allerdings eine gute Sache daran. Du hast gute Chancen, diesen Betrag einzusparen, denn Geologen sagen voraus, dass die Aufspaltung Afrikas in etwa 5 Millionen Jahren stattfinden wird. Vorausgesetzt, die seismischen Prozesse verlaufen reibungslos und sind völlig vorhersehbar. Aber das war doch noch nie so und nicht nur in Afrika. Ein weiteres Stück Land, das sich wahrscheinlich bald vom Festland lösen wird, ist Kalifornien. Es hat das Pech, auf zwei tektonischen Platten zu liegen, der nordamerikanischen und der pazifischen. Außerdem liegt es gefährlich nahe an der Cascadia-Subduktionszone und der San Andreas-Verwerfung. Wenn man bedenkt, dass sich diese Platten gegenseitig beeinflussen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Kalifornien physisch aufhört, ein Teil von Amerika zu sein. Und es löst sich in diesem Moment tatsächlich auf. Die pazifische Platte reißt buchstäblich von der nordamerikanischen Platte um den Golf von Kalifornien ab. Dieser Prozess dauert schon seit Millionen von Jahren an und verlief relativ ruhig. Eine Reihe kleinerer Verwerfungen hat den Golf von Kalifornien allmählich vergrößert. Und Geologen gehen davon aus, dass früher oder später ein Teil Südkaliforniens vollständig vom Festland abgetrennt sein wird. Aber andere schnellere und zerstörerische Prozesse stören bereits den gewohnten Fluss der Ereignisse. Verschiebungen der tektonischen Platten geschehen nicht gleichmäßig, sondern in plötzlichen Ruckbewegungen. Manchmal sind sie so stark, dass sie Erdbeben mit einer Stärke von über 7 auf der Richterskala auslösen. Eine solche Katastrophe hätte San Francisco im Jahr 1906 aufgrund der Aktivität der San Andreas-Verwerfung fast von der Landkarte weggefegt. Obwohl die Stadt mit modernster Technik wiederaufgebaut wurde, gab es bei einem weiteren Erdbeben 1989 18.000 zerstörte Häuser und 3.000 verletzte Menschen. Und San Andreas ist nicht die einzige Quelle der Gefahr. In der Nähe gibt es 7 kleinere Verwerfungen, die Riverside, Long Beach und Los Angeles bedrohen. Laut dem Bericht des US Geological Survey hat sich die Gefahr von Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 8 in dieser Region in den letzten Jahren verdoppelt. Die meisten Wissenschaftler weisen die drohende Gefahr von sich. Aber was ist, wenn sie sich irren und die gleiche unvorhersehbare seismische Aktivität wie in Afrika auch an der kalifornischen Küste beginnt? In diesem Fall könnte Kalifornien innerhalb der nächsten 30 Jahre durch eine Reihe von starken Erschütterungen wie ein Stück Stoff vom Festland abgerissen werden. Die Menschen wären von jeglicher Kommunikation abgeschnitten und müssten in Städten überleben, die durch Erdbeben teilweise zerstört wurden. Laut den schlimmsten Prognosen von Geologen könnte ganz Südkalifornien nicht nur abgetrennt, sondern ins Meer gespült und von einem gewaltigen Erdrutsch verschlungen werden. Hältst du das für unwahrscheinlich? Niemand hat erwartet, dass ein Erdbeben mit einer Stärke von fast 8 an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei auftreten würde, obwohl seismische Aktivitäten in der Region aufgrund der Bewegung der anatolischen, arabischen und afrikanischen tektonischen Platten nicht ungewöhnlich sind. Über 50.000 Menschen verloren ihr Leben, hunderte von Gebäuden wurden zerstört und zahlreiche Brände brachen aufgrund beschädigter Gasleitungen aus. Trotzdem haben viele Menschen überlebt. Einige sogar unter den Trümmern. Und ihre Erfahrungen werden den Bewohnern Kaliforniens sicherlich nützlich sein, wenn eine ähnliche Katastrophe über sie hineinbricht. Mediziner, die bei Katastrophen vor Ort waren, haben festgestellt, dass nicht nur das Erdbeben die meisten Opfer fordert, sondern auch der Einsturz von Gebäuden. Wenn du nicht innerhalb der ersten 72 Stunden gerettet wirst, sinken deine Überlebenschancen rapide.
Selbst wenn du das Glück hast, dich nicht zu verletzen, kann Dehydrierung dich innerhalb von 3 Tagen umbringen. Einige Menschen haben es geschafft, 11 Tage lang unter den Trümmern in der Türkei zu überleben, indem sie ihren eigenen Urin gesammelt und getrunken haben. Also solltest du zu Hause einen Vorrat an frischem Wasser für mindestens 2 Wochen haben. Wenn du Raucher bist, achte darauf, dass du genug Zigaretten dabei hast. Deine physische Verfassung hat einen großen Einfluss auf deine Fähigkeit, am Leben zu bleiben. Wenn du der Verzweiflung nachgibst und aufgibst, bist du dem Untergang geweiht. Damit die Retter dich unter den Trümmern schneller finden können, solltest du dir eine Taschenlampe und eine Trillerpfeife kaufen. Und noch besser ist es, wenn du ein Walkie-Talkie dabei hast. Mobilfunknetze könnten aufgrund von Schäden an Sendemasten nicht funktionieren. Ein paar Arbeitshandschuhe kann dir helfen, dich eigenständig rauszugraben. Wenn du verletzt bist, ist das Einzige, was dich retten kann, ein Erste-Hilfe-Kasten mit blutstillenden und desinfizierenden Mitteln. Wenn du in Küstennähe wohnst, sind wasserdichte Kleidung und Schuhe im Falle einer Überschwemmung sehr nützlich. Noch besser ist es aber, wenn du dir ein Schlauchboot kaufst, damit du das Festland erreichen kannst, ohne auf Rettungskräfte zu warten. Aber selbst wenn du gut auf ein mögliches Erdbeben vorbereitet bist oder es schaffst, weit weg von tektonischen Verwerfungen zu wohnen, wird dich das nicht vor den globalen Ozeankatastrophen retten, die in den nächsten Jahren unweigerlich eintreten werden. Aufgrund tektonischer Verschiebungen könnte der globale Ozean für alle Lebensformen tödlich werden. Und das ist auf unserem Planeten schon mehr als einmal passiert. Im Juli 23 verblüffte ein Artikel, der in der Zeitschrift PNAS veröffentlicht wurde, die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft. Professor Dietmar Müller von der Universität in Sydney und seine Kollegen untersuchten Fossilien und verglichen Veränderungen in ihrer Zusammensetzung mit Schwankungen des Meeresspiegels und der Bewegung der tektonischen Platten in den letzten 250 Millionen Jahren. Sie entdeckten einen mysteriösen Aussterbezyklus, der 36 Millionen Jahre dauert. In Regionen, in denen sich tektonische Platten auseinander bewegen, steigen geschmolzenes Magma und Wasser auf und bilden ozeanische Kruste. Dadurch entstehen neue Ozeanböden. Wenn der Meeresspiegel steigt, bilden sich Buchten, in denen neue Arten von Lebewesen gedeihen. Doch am Ende des Zyklus, wenn die tektonischen Platten wieder aufeinander stoßen, wird das Wasser der Ozeane in den Erdmantel zurückgezogen, die Buchten trocknen aus und in der Folge verschwinden ganze Ökosysteme. Derzeit befindet sich die Erde genau in diesem Teil des Zyklus. Und dieses Mal gehen die Veränderungen des Meeresspiegels viel schneller vonstatten. Nach Müllers Beobachtungen haben die Klimaveränderungen den 36 Millionen Jahre Zyklus beschleunigt wie nie zuvor. Es gibt jedoch noch einen weiteren Prozess, der den Pegel der Weltmeere heute beeinflusst. Im Mai 23 veröffentlichte der National Oceanic and Atmospheric Administration eine Vorhersage, die besagt, dass es innerhalb eines Jahres mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit Prozesse im Pazifischen Ozean geben wird, die katastrophale Folgen haben werden, die weit über seine Grenzen hinaus spürbar sind. Im 19. Jahrhundert entdeckten spanische Seefahrer ungewöhnlich warme Wasserstellen im Ozean und nannten sie El Niño, nach dem Jesuskind. Das liegt daran, dass die warmen Strömungen in den Tagen der katholischen Weihnacht am stärksten zu spüren waren. Bis ins 20. Jahrhundert wurde diese Erwärmung des Wassers als lokal betrachtet und ihr wurde keine große Bedeutung beigemessen. Doch El Niño zerstörte in den 80er Jahren 16% der Korallenriffe weltweit und zerstört sie weiterhin. Außerdem nimmt der Niederschlag in Südamerika zu, während er in Südasien und Australien Dürreperioden verursacht. Während des El Niño schwächen sich die Passatwinde entlang des Äquators ab und von der südamerikanischen Küste bis nach Australien steigt die Wassertemperatur des Pazifiks an. Aber es gibt auch den gegenteiligen Prozess, der La Niña heißt, was Mädchen bedeutet. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die entgegengesetzte Phase von El Niño, in der die Passatwinde stärker werden und warmes Wasser von Südamerika nach Asien tragen, was zu kühlerem Wasser im zentralen und östlichen Teil des Pazifiks führt. Zur gleichen Zeit steigt in Asien die Luftfeuchtigkeit drastisch an und tropische Wirbelstürme wüten. Von 20 bis 23 hat sich La Niña 3-mal wiederholt, was als extrem seltenes Ereignis gilt. Obwohl er die globalen Temperaturen deutlich senken sollte, waren die letzten 8 Jahre nach Angaben der Vereinten Nationen die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Daher wird El Niño in den nächsten Jahren zweifellos einen Rekordanstieg der globalen Erwärmung bewirken und die Folgen werden äußerst drastisch sein. Das warme Wasser des Pazifiks wird die Temperaturen in Nordamerika und Kanada ansteigen lassen und die östlichen Staaten ausdürren.
Im Süden der USA und im Norden Mexikos wird die Situation jedoch genau andersherum sein. Dort wird es so heftige Regenfälle geben, dass sie möglicherweise Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen können. Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit wird sich eine unvorstellbare Anzahl von Moskitos und anderen Insekten vermehren und ansteckende Krankheiten verbreiten. Von 2015 bis 2016, während des El Niño, stiegen die Fälle von Westnilviren in Kalifornien um ein Drittel, während in den südwestlichen Staaten häufiger Pestausbrüche auftraten. Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit im Süden der USA und im Norden Mexikos werden Blitzeinschläge häufiger auftreten und für ein Drittel der Todesfälle bei Naturkatastrophen verantwortlich sein. Der erschreckendste Aspekt ist jedoch, dass die erhöhte Luftfeuchtigkeit den Treibhauseffekt verstärken wird. Das wird nicht nur zu unerträglicher Hitze führen, sondern auch zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels. Die Malediven, Kiribati und die Salomoneninseln werden überflutet werden. Die Küstenstädte werden von Überschwemmungen bedroht sein. Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, wird bereits von Überschwemmungen heimgesucht. Die Situation ist sogar so schlimm, dass sie bereits eine neue Hauptstadt bauen, Nusantara, 2000 Kilometer entfernt, an der Ostküste von Borneo. In den kommenden Jahrzehnten könnte sich die Frage stellen, ob Großstädte wie Dakar in Bangladesch, Lagos in Nigeria, Bangkok in Thailand und sogar New York umgesiedelt werden müssen. Außerdem läuft Florida Gefahr, fast vollständig unter Wasser zu geraten. Aber es ist unwahrscheinlich, dass all diese Menschen bereit sind, umzuziehen, selbst in neu gebaute Städte. Eine Lösung könnte darin bestehen, die Infrastruktur an der Küste zu verstärken und Häuser und Straßen anzuheben. Aber das ist zu teuer und schützt nicht vor unvorhergesehenen Katastrophen in der Zukunft. Sind also die Bewohner aller Küstenstädte weltweit dem Untergang geweiht? Es ist besser, auf die Befestigung der Küstenstädte zu verzichten, denn sie könnten sich einfach vom Festland lösen und untergehen, zumal eine andere, ebenso ernste Bedrohung buchstäblich über ihnen schwebt. Im Winter 24 wird sich zu El Niño ein atmosphärisches Phänomen gesellen, das deine Wahrnehmung der globalen Erwärmung auf den Kopf stellen wird. Die Schicht, die uns direkt betrifft, ist die unterste, die Troposphäre. Und direkt darüber liegt die Stratosphäre mit der Ozonschicht. Beide Teile der Atmosphäre haben ihren eigenen Kreislauf und beeinflussen sich gegenseitig in vielerlei Hinsicht. Die Winterzirkulation der Atmosphäre, der Polarwirbel, besteht aus den stratosphärischen und troposphärischen Komponenten. Im Wesentlichen handelt es sich um einen gewaltigen Wirbelsturm, der den gesamten Nordpol umfasst und sich nach Süden bis in die mittleren Breiten erstreckt. Das Verhalten dieses Wirbels bestimmt das tägliche Wetter in der gesamten nördlichen Hemisphäre. Wenn der Polarwirbel stark ist, verstärkt sich die polare Zirkulation. Infolgedessen bleibt die kältere Luft innerhalb des Polarkreises und sorgt für milde Wetterbedingungen in einem großen Teil der USA und Europas. Aber wenn der Polarwirbel schwächer wird, bricht kalte Luft aus den Polarregionen aus und führt in den USA und Europa zu einem extrem kalten Winter. Zusammen mit El Niño bestimmt der Polarwirbel die Wetterbedingungen weltweit. Die Schwankungen dieser Zyklen werden als der Herzschlag der Atmosphäre bezeichnet. In den letzten 40 Jahren haben Wissenschaftler Anomalien in diesem Herzschlag entdeckt, die nichts Gutes für uns verheißen. Im Jahr 21 wurde ein plötzlicher Druckanstieg über der polaren Stratosphäre registriert. Das deutet darauf hin, dass der Polarwirbel schwächer wird und die Folgen der globalen atmosphärischen Veränderung bald auf uns zukommen werden. Innerhalb von maximal 30 Tagen nach dem Zusammenbruch des Polarwirbels werden die Vereinigten Staaten, Kanada und Europa eine spürbare Abkühlung erfahren. Es werden ungewöhnlich viele Schneefälle auftreten. Außerdem wird El Niño mit Hilfe von Stürmen im Pazifischen Ozean die Niederschläge verstärken und das Wetter noch kälter machen. Im Januar 19 hatten wir bereits mit den Folgen der Verlagerung der arktischen Luft nach Süden zu tun. Die USA und Kanada wurden von ungewöhnlich kalten Temperaturen heimgesucht. In einigen Teilen des mittleren Westens sank die Lufttemperatur auf minus 45 Grad Celsius. Das führte dazu, dass bereits in der ersten Woche 11 Menschen starben. Die Universität von Iowa hat den Unterricht ausgesetzt, weil ein Student auf dem Weg zum Campus erfroren ist. Die Stadt Norris in Minnesota ist inzwischen der kälteste Ort in den USA und einer der kältesten der Welt. Die Temperatur erreichte dort eine rekordverdächtige Marke von minus 44 Grad Celsius. Post, Flugverkehr, Züge und Busse wurden landesweit für 2 Tage eingestellt.
In Detroit wurden die Fabriken geschlossen, um Strom zu sparen und die Gesundheit der Arbeiter zu schützen. In Wisconsin und Iowa kam es zu Stromausfällen, nachdem die Stromleitungen vereist waren. In Minneapolis waren die Ärzte entsetzt, als sie mit Fällen von Erfrierungen vierten Grades an Gliedmaßen konfrontiert wurden, die buchstäblich bis auf die Knochen gehen. 2021 wiederholte sich die Situation mit noch schwerwiegenderen Folgen. Anstatt darüber zu spekulieren, ob die Wissenschaftler recht haben, dass der Winter 2024 noch schlimmer ausfallen wird, ist es besser, sich dringend auf einen extrem kalten Winter vorzubereiten. Um in extremer Kälte zu überleben, reicht es nicht aus, zu Hause unter einer warmen Decke mit einer Tasse Kakao zu bleiben und die Nachrichten wie in einem postapokalyptischen Film zu verfolgen. Extrem niedrige Temperaturen können jeden unvorbereitet treffen. Deshalb können die folgenden 5 Lifehacks dein Leben retten. Selbst wenn du einen Frischwasservorrat hast, wird er bei niedrigen Temperaturen einfrieren. Wenn du es in einem großen Behälter aufbewahrst, besteht die Chance, dass nur die oberste Schicht gefriert, sodass du noch flüssiges Wasser erreichen kannst. Aber beeile dich nicht, es zu trinken. Das Trinken von eiskaltem Wasser kann zu einer plötzlichen Verengung der Blutgefäße führen und zumindest die Verdauung stören. Dadurch wird es für den Körper noch schwieriger, warm zu bleiben. Deshalb musst du das Wasser mindestens auf Körpertemperatur erwärmen. Du musst neu lernen, wie du atmest. Kalte Luft trocknet die Luft aus und mit jedem Ausatmen verlierst du Feuchtigkeit aus deiner Lunge. Deshalb ist es wichtig, langsam und gleichmäßig zu atmen, damit sich die Luft erwärmt. Vermeide tiefe Atemzüge, um Schäden an deinen Atemwegen und Bronchien zu vermeiden. Atme durch deinen Mund und spitze deine Lippen. Entspanne dich nicht zu sehr, denn das verlangsamt die Blutzirkulation, was in der Kälte ein sicherer Weg in den Tod ist. Bleib aktiv, laufe herum. Bewege deinen Körper und reibe deine Hände aneinander. Um nicht zu erfrieren, musst du deinen Stoffwechsel auf einem hohen Niveau halten. Es wird allgemein angenommen, dass starke Spirituosen dabei helfen können, schnell warm zu werden. Das ist wahr, aber nur teilweise. In der Tat breitet sich nach einem Schnaps eine angenehme Wärme in deinem Körper aus. Aber das ist nur eine Falle, denn die Wirkung ist nur von kurzer Dauer. Alkohol kann nur dann zum Aufwärmen beitragen, wenn er mit nahrhaftem Essen kombiniert wird, das eine Weile braucht, um verdaut zu werden. Die ideale Wahl wäre Fleisch. Survival-Trainer empfehlen, sich an die 3 Verteidigungslinien gegen die Kälte zu erinnern. An erster Stelle steht die Kleidung. Sie sollte wasserdicht sein, Feuchtigkeit abtransportieren und je nach Wetterlage isolieren. Das zweite ist Schutz. Wenn du mehrere Kilometer von der Zivilisation entfernt bist, ist es besser, einen geschützten Ort zu finden und ein großes SOS-Signal in den Schnee zu stapfen. Erst dann kannst du ein Feuer machen. Das Feuer ist die 3. Verteidigungslinie gegen die Kälte. Wenn Stromleitungen einfrieren und brechen, ist es deine einzige Wärmequelle, selbst wenn du zu Hause bist. Es scheint, dass die einzige Lösung für die nächsten 100 Jahre darin besteht, ein universeller Überlebenskünstler zu werden. Schau dir unbedingt alle Sendungen über das Überleben unter extremen Bedingungen an und fang an, ein neues Haus zu bauen. Natürlich sollte es weit von tektonischen Verwerfungen entfernt sein, aber dennoch auf erhöhten Stützen stehen, falls es zu plötzlichen Überschwemmungen kommt. Noch besser ist es, wenn es sich um einen Transformator handelt, der unter die Erde geht und als Bunker dient, wenn ein Hurricane aufzieht und sich dann mehrere Meter über dem Boden erhebt, wenn die Flut kommt. An den Fenstern sollten Moskitonetze aus Metall angebracht sein, um sich vor Mücken und anderen Schädlingen zu schützen, die in der tropischen Sommerhitze Krankheiten übertragen. Die Klimaanlage sollte sowohl für heiße und feuchte als auch für eisig trockene Luft ausgelegt sein. Habe mehrere Arten von Garderobe für verschiedene Jahreszeiten. Auch wenn sich das Wetter so schnell ändert, dass es schwierig sein wird, herauszufinden, was man jetzt nehmen soll. Noch besser ist es, näher an die Pole zu ziehen. Es scheint, dass dies die einzigen Orte auf der Erde sind, an denen für einige Zeit stabile Bedingungen herrschen werden. Zumindest bis die Gletscher geschmolzen sind. Und welche Wettervariante würdest du bevorzugen, wenn du wählen könntest? Extreme Hitze oder extreme Kälte?